Provokationen, Gewalt, Machtausübung, überhitzte Debatten. Es sind keine leichten Tage, denen wir Muslime in Europa aktuell gegenüberstehen. Frankreichs Präsident Macron zerstört mit seinem Assimilationswahn zunehmend seine Gesellschaft und stürzt seine Bevölkerung leichtfertig ins Chaos. Und wie könnte es anders sein? In Deutschland werden prompt Stimmen laut, es doch dem französischen Beispiel gleichzutun. So zu lesen unter anderem bei Focus Online, wo CDU-Mitglied Birgit Keller ihre Chance wittert, die aktuelle Situation auszunutzen, um zum Rundumschlag gegen die Community auszuholen. Nun, um ihren Angriff zusammenzufassen, es existiere keine Islamophobie oder ein antimuslimischer Rassismus, sondern es existiere nur Kritik. Wie sieht diese Kritik ganz konkret aus? Dazu wörtlich. Kritik an gewalttätigen Muslimen oder gar an terroristischen Aktivitäten von Muslimen ist zudem nicht unbegründet, sondern sogar geboten. Die begründete Angst von Lehrern und besonders von Lehrerinnen vor körperlichen Angriffen durch Schüler oder Eltern, wenn sie den Islam kritisieren, hat ihre Legitimation in Frankreich jedenfalls gerade blutig unter Beweis gestellt. Die Angst von Frauen vor sexuellen Übergriffen durch Männer aus muslimisch geprägten Ländern ist angesichts der Kriminalstatistiken nachvollziehbar. Die Angst von muslimischen Mädchen vor Zwangsverheiratung, gerne auch in Kinderehen, findet ihre Legitimation durch die Stapel der Untersuchungsakten in den Mordkommissionen und den Jugendämtern. Zitat Ende. Nun, garniert wird diese Kritik dann noch mit Sätzen wie: Mit dem Anschlag in Nizza haben die gewalttätigen Vertreter Religion des Friedens erneut einen Grund geliefert. Und weiter heißt es: Im Westen werden Streitigkeiten juristisch vor ordentlichen Gerichten geklärt und nicht mit Schlachtmessern auf offener Straße oder in Kirchen. Und welche Bildsprache ziert diese mediale Kritik? Klar, es werden wiederholt Frauen mit Kopftuch gezeigt, um den Leser auch gleich die geeigneten Adressaten für seine sogenannte Kritik mitzuliefern. Nun, ob eine Birgit Keller islamophob oder sonst etwas ist, das interessiert mich nicht. Jedenfalls ist sie offenkundig eine Hetzerin und sie steht damit symbolisch für eine Haltung, welche leider diskursprägend im europäischen Kontext ist. Denn das Narrativ, was hier bedient wird, ist das des Problemfall Muslim, welcher seine angebliche moralische und kulturelle Minderwertigkeit nur überwinden kann, indem er die a priori sogenannten universellen überlegenen Werte des Westens annimmt. Der Islam und damit die Identität der Muslime ist in der Betrachtungsweise diese Hetze ja nur ein Defizit, welches durch Assimilation überwinden werden muss. Und da die Muslime dies nicht von selbst tun, dann eben durch politische Maßnahmen und über staatlichen Druck. Und ich sage ganz deutlich, geliebte Muslime, es ist genau diese Herren-Menschen-Mentalität, welche einen konstruktiven Diskurs verhindert und nicht etwa, wie es Kelle darstellt, ein Image des benachteiligten und diskriminierten Islam, über den niemand etwas sagen könne, ohne gleich als politisch recht zu gelten. So ein Unsinn. In der Islamdebatte der letzten Jahre wurde von den Assimilationsbefürwortern noch keine Ansicht, ja, kein Merkmal, kein Wert und keine Ausdrucksform von Muslimen ausgelassen, wenn es darum ging, zu dämonisieren und die angebliche Überlegenheit herauszustellen. Den intellektuellen Widerstand und die Wehrhaftigkeit der Muslime gegen diesen Assimilationswahn dann auch noch mit Opferrolle und fehlender Kritikfähigkeit abzutun, macht das ganze politische Spiel dann noch niederträchtiger, als es eh schon ist, geliebte Muslime. Deswegen sage ich abschließend noch einmal ganz deutlich: Superiore Machtverhältnisse und Unterdrückung rechtfertigen niemals Gewalt, aber sie sind eine Ursache eben genau für diese. Und an einem Punkt gebe ich Birgit Keller recht. Die aktuellen Debatten sollten tatsächlich nicht über religiöse Gefühle geführt werden, sondern über einen politischen Kurswechsel, welcher eben nicht erst dann bereit ist, Muslime als Diskurspartner anzuerkennen, wenn ein Zustand erreicht ist, in dem, wie es Keller fordert, auch Muslime über einen Mohammed-Witz lachen können. Denn das werden wir niemals tun. Deswegen, geliebte Muslime, ihr seht, dass die aktuellen Ereignisse politisch genutzt werden, um die Assimilationsagenda voranzutreiben. Wir dürfen uns davon weder beeinflussen lassen, noch auch nur eine Haaresbreite uns von unserem Islam entfernen. So warnte uns der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sagte: Es wird eine Zeit der Standhaftigkeit kommen, dass jener, der an seinem Dien festhält, wie jemand ist, der glühende Kohle in den Händen hält. Und geliebte Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu denjenigen gehören lassen, welche festgehalten, durchgehalten und es ausgehalten haben.